Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Oder soll ich besser sagen, Zoki fällt wieder rum. Ja, viel Pech war ja in der letzten Aufnahme dabei, vor allem hier in diesem Level, also für mich halt Pech. Ungeschicktheit, schon fast Wut, keine Ahnung. Und ich sehe gerade, wir haben hier, irgendwie habe ich es geschafft, hier wieder alle Punkte zu haben, ohne den Schrein hier zu benutzen. Ich kenne mich gerade nicht aus, ist wurscht, wir haben sie. Auf jeden Fall fange ich halt wieder da drüben an, ne? So. Schleichen nicht vergessen. Schön da drüben anfangen und hoffen, dass ich diesmal alle umnieten kann, damit wir endlich weiterkommen. Ja, wobei ich schon am Überlegen bin, einfach hier durchzuraschen, niemanden mehr umzuhauen. Wir haben alle Runen. Und, ja. K.A. Ehrlich, jetzt muss ich natürlich wieder reinkommen. Ich glaube, eh war die Falle, ne? Wer? Hä? Ich will Falle legen? Ich bin doch hinten... Schau, ich habe hinten alle Punkte. Die leuchten. Das sollte eigentlich gehen. Das ist doch nicht die Möglichkeit, oder? Jetzt funktionieren die echt nicht. Ah, ich weiß schon warum. Ich sehe es gerade. Ich habe die Shuriken drinnen. Warte mal, warte, warte. So geht das aber nicht. Da. Jetzt so? Aha. Ach so. Jetzt komme ich mit. Ah, das ist aber toll. Ich hätte die Schreine viel besser nutzen können. Das. Aha. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Alle Fähigkeiten haben zwei. Ach so. Ja, das muss ich doch erstmal wissen. Und da kommt er zurück. Käse. Jo. Nur einer oder mehrere? Ah, eh alle beide. Aha. Mhm. Das Ganze hier ist nicht einfach, meine Lieben. Wie weit kommt die jetzt her? Aha. Dreh dich um. Bitte. Perfekt. Und wieder mal holen. Sauber und schnell verschwinden lassen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, schnell verstecken. Dann können wir vielleicht den Kerl da drüben auch noch ausschalten. Wie eine Lampe. Zack, Knips, aus. Ui, 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 ui. Ach, das wird jetzt nicht vergehen, ne? Wenn der ist nämlich... Ja. Ich befürchte es. Obwohl, haben wir Glück? Ich habe Glück. Geilo. Wir haben Glück. So. Ah, da kommt der Kerl. Den kann ich jetzt nicht ermorden, wegen dem Gradler da oben, oder? Ah, der ist gerade abgehauen. Kurz warten. Da müssen wir schnell in den Raum da rein und dann ihn einfach reinlocken und dann... Wow! Huch! Da wäre echt gut, wenn ich den da oben einfach so mit Schuriken... Verstehst? Und weg wäre er. Na, bitte rein da. So. Unser Glöckchen. Hui! Und versteck ihn. Na komm nur rein, du Gratler. Yeah. Und
Tschüss. Jawohl, das lief gut. Das lief gut, gut, gut. So. Lass mal warten. Gradler ist weg. Da drüben ist nämlich noch einer. Ich glaube, wir dürfen es wagen, hier rumzuschleichen. Uah. Den habe ich gemeint, ne? Der kommt jetzt daher, ne? Das ist eh klar. So, warten. Dann hauen wir den da oben weg. Dann natürlich den da drüben. Dann ist hier schon wieder sauber. Ich hoffe echt, ich krieg's diesmal hin. Das wäre eigentlich ein Segen. Und tschüss. Passt. Und so. Das hätten wir. Dann geht's hier ruf. Abermals. Mit E kann man ihn. Aha. So ist mir fast lieber. Passt, erledigt. Abgehakt. Ja, das muss man auch wissen, dass das für alle Fähigkeiten gilt. Ich dachte, man kann sich die Fähigkeit nämlich aussuchen, ne, und hat dann eben zweimal die Möglichkeit, diese Fähigkeit einzusetzen. Das war aber nicht richtig. Man kann das offensichtlich öfter machen. Ja, schön. Gut, jetzt bin ich schlauer. Komm, 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 komm. Und weg mit dir. Nicht ins Licht. Ich glaube, das war noch Glück. Jö. Alter, wie gern würde ich den da und den mit den Schuldigen umbringen. Ich schwöre. Das wäre echt nice. Da. Die Seite hier ist wieder mal geklärt. Bravissimo. Ja, langsam. So, hüpf. Nein, den Schrein benutzen wir noch nicht. So. Das richtig fiese, gemeine ist halt leider, dass man hier nicht speichern kann, ne? Das ist halt leider fies und gemein. Und geh mal, weg mit dir. Na komm. Fein. Da drüben steht der Gradler. Wow. Warten, bis er zurückgeht. Ja, ja, jetzt hätten wir eine gute Chance. Jetzt wäre die Falle ganz fein, aber das werde ich so nicht hinkriegen, glaube ich. Die einzeln wohin zu locken, die zwei Deppen, wird auch nicht gerade einfach. Wir müssten nämlich noch zwei hinterher geschwanzelt kommen. Kann man das irgendwie besser machen? Hm, ich fürchte nicht, ne? Da kommt er. Boah, das wird knapp. Jawohl! Das war supi! Das war sauber! Um nicht noch zu sagen, schön! Bravo, bravo! So, wen haben wir da? Niemanden mehr. Ich müsste mal kurz nachschauen, welche Fähigkeit jetzt was konnte. Was haben wir denn da? Wirf eine Welle aus Schatten vor dich um Gruppe von Feinden vor dir zu blenden. Das war Kurosuna. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Schienen. Stelle Falle auf. Ja, das wissen wir. Die Kunai tötet einen entfernten Feind mit einem Kunai aus Schatten. Was haben wir da? Karge. Vielleicht Agami kurzzeitig Unsichtbarkeit. Erschaffe einen Köder, um nahe Feinde anzulocken. Sakaku. Enthülle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Ganz ehrlich. Entweder Kage oder Kurosuna. Beide abschlachten und in die Schatten verbannen. Und dann
würde ich sagen, geht's weiter, oder? Würde ich sagen. Das war das jetzt, ne? Wäh. Wenn ich das immer auswendig wissen würde, ne? Ich Idiot. War das jetzt das da? Kurosuna hieß das. Herrschaftszeiten. Mit K. Kurosuna. Da. Das ist er. Das will ich mal ausprobieren. Ich hoffe, ich versage nicht. Na, ihr zwei Gradler. Ich glaube, da kommen sie. Ich kann irgendwas hören. Nur mehr einer? Hä? Wo ist der zweite? Obwohl, sind die beide da? Oh je. Den habe ich jetzt zu spät gesehen. Schlecht. Klappt. Weg mit ihm und weg mit uns. Und den einen Gratler, den kriegen wir so auch hin. Wow. So ist besser. Ja, dass uns die da drüben nicht sehen tut. So, mal schnell hier verstecken. So, wenn der zurück ist, dann können wir den nämlich wieder meucheln. Jawohl, ja. So machen wir das. Dann haben wir das schon soweit. Dann ist die andere Seite noch und die zwei Bogenschützen-Arschlöcher auf dem Dach, die ich gerne mit dem Kunai ermorden möchte. So. Dann können wir endlich weiter. Nach ewig langer Zeit. So, den werden wir auf herkömmliche Weise ins Jenseits befördern tun. Ich hoffe halt, dass das so klappt. Und tschüss. Jawohl. So. Passt. Jetzt haben wir hier schon mal unsere Ruhe. Ist der eine Gradler schon weg? Ich glaube ja. Ich habe besser gesagt keine Ahnung. Kommt da nicht noch ein zweiter? Irgendwann mal da aus dem Gebäude raus? War denn das nicht so? Hui! Ja, da drüben, ne? Weg mit ihm, schnell. Schnell, schnell, schnell. Das hat er nicht mehr gemacht. Das war zu kurz. Puh. Knapp war das jetzt. Knapp, knapper am knappesten. Wow. Ah, da ist er schon. Genau den Kerl habe ich gemeint. Ich müsste mich noch irgendwie anders verstecken, vielleicht. So, und auch mit dir. Tschüss. Und verschwinden. Da drüben in dem Gebäude war, glaube ich, niemand. Jetzt war es, glaube ich, nur noch da oben waren, glaube ich, einer oder im schlimmsten Falle zwei. Je nachdem, wie ich den einen ungeschickt anlocken du. Dann natürlich die zwei depperten Bogenschützen da drüben, die ich vielleicht immer zuerst hätte ausschalten sollen. Wäre vielleicht taktischer schlauer gewesen, wahrscheinlich. Na, wo ist er, der Kasperl? Da. Alter, wir müssen schnell raus hier. Wow. Huch. Und natürlich das Licht müssen wir auch ausschalten. Da. Der sieht uns mal nichts. Dreh dich um.
Arsch. Und aus ist mit dir. Jetzt hör auf. Na! Du Gratler! Oh, das war der Bogenschütze, ne? Alter. Da, das Licht mal aus. Oh. So. Deaktivierte Lichtquelle. Na, ich habe dazu meine übersehen. Ah, nö. Na, die habe ich, hab ich vergessen, ne? So, Herr Bogenschütz. Wo ist Bogenschütz? Da oben ist nochmal einer, ne? Ober uns und da drüben. Das würde gehen. Ja, das war klar. Das sieht uns jetzt, ne? So, Kunai. Bitte. Na! Jetzt hüpf, hüpf! Mach irgendwas, du Arschloch. Echt, Entschuldigung. Gib's ja nicht. Na! Ach, weißt du was, jetzt ist es mir egal. Mir ist das scheißegal jetzt. Echt. Mir ist das komplett scheißegal. So richtig. Ja. Stich ihn ab. Na, sticht mich ab. Ich werde nochmal wahnsinnig. Echt, dieses Kunai. Ach, dieses Kacklicht. Der kann mich doch nicht. Ach, wieso sieht er mich denn? Boah, es ist so kacke. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das Level ist einfach kacke. Ich bin echt am Überlegen, die Deppen alle im Leben zu lassen. Und einfach, ich meine, gibt es hier mehrere Varianten, das Spiel zu schaffen. Ich mach's mir jetzt einfach leicht. Es ist mir schon scheißegal. Echt. Mittlerweile schert's mich nicht mehr. So. Wo sind jetzt die Lichtbarrieren? Da vorne ist eine. Ich bringe jetzt da die Bar um und ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Die Lichtbarrieren sind kommen weg. Ich weiß, das eine Haus da vorne war's. Und drüben, die Lichtquellen machen wir hin. Und dann gehen wir zum nächsten Ziel. Ich schere mir ehrlich gesagt nicht mehr. Echt, ich schäme mich das nicht mehr, dass die alle umzubringen, ist mir wurscht. So, mein Geduldsfaden ist soeben gerissen. Jawohl, so schaut's aus. Bitte, hört's auf zu labern und geht's verrecken. Die Bar müssen wir halt leider umbringen, das geht nicht anders. Die Bogenschützen da oben, auf die kann man scheißen. Dann noch oben beim Haus, der eine muss noch krepieren. Und dann ist gut. Was ist jetzt eigentlich für eine Fähigkeit drin? Keine Ahnung, Shuriken, ne? Ja. Die Shuriken. Normalerweise muss ich alle umbringen, damit ich hier freie Bahn habe, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal. Der eine kommt gleich ein bisschen her, ne? Boah, es ist so. Es ist echt so. Das Schwierige ist, glaube ich, sowieso, niemanden zu ermorden. Das ist, glaube ich, das Schwierigste überhaupt. Und versuchen, so irgendwie durchzukommen. Wo ich mir echt nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Irgendwie da oben vielleicht, bei den Dächern, keine Ahnung. Ja, jetzt kommt er. Jetzt putzt man weg. Abermals. Boah, ist das scheiße, echt. Na, da, ich krieg da echt einen Schirchen bei sowas. Ist mir jetzt wurscht, ich hau jetzt die Kugeln weg, ich bring nicht alle um, ist mir egal, welche Bewertung ich bekomme, mittlerweile. Ist mir das wurscht. Da, weg mit dir. Und dann ist auch schon gut. So, ich zeige euch dann nur die Geschichte sozusagen des Ganzen. Und ihr könnt das nach Herzenslust, könnt ihr euch da durchquälen. Jawohl, aber ich, ne. Dafür hänge ich schon viel zu lange hier rum, um das irgendwie in irgendeinem Maße perfekt, unter Anführungszeichen, hinzubekommen. Ne. Jetzt würdest du vielleicht...
den Schattenschritt mal machen. Na, das haut nicht hin. Das ist nicht der Ernst jetzt, ne? Ich schäme mich nicht mehr. Checkpoint, neu starten. Ja! Ich hasse euch, ihr blöden Gradler. Ja! Ich schäme mich nicht mehr, ehrlich. Keinen Bock. Keinen Bock mehr auf dieses Level. So. Jetzt probiere ich es auf die schnelle Möglichkeit, auf die schnelle Variante. Vielleicht habe ich da mehr Glück, ne? Vielleicht, wenn ich da am Dach herumkrabble. Vielleicht geht es mir dann ja leichter. Push. Wah, Wasser. Wasser, ich wäre fast ins Wasser gefallen. Alter. Los, komm, Schatten. Hier, lass mich hüpfen. Ach, du bist so ein Arsch. So ein Arsch. Reden die Deppen noch? Mann, ey, immer wird man entdeckt. Man wird immer entdeckt. Als wenn ich nicht... Als wenn ich echt nicht... Boah. Bist du deppert. Als wenn ich da echt nie die Möglichkeit haben darf, da schön durchzukommen. Ne. Boah, jetzt kommt unten der nächste Gradler. Es ist halt immer alles voll Licht. Da kann ich nicht den Mond... Wo ist Piccolo? Piccolo, mach mal den Mond kaputt. Oder nein, Mutten Roshi war's. Genau. Mach mal den Mond kaputt. Irgendwer von euch. Das heißt, muss der Bogenschützturm weg. Der eine unten muss umdrehen. Dann können wir rüberhüpfen. Dann müssen wir den einen da unten ausschalten. Na, freilich. Also ohne Morden geht's dann nicht, sozusagen. Kommst da nicht weiter, oder wie? Weil dir immer wieder so eine depperte Schattenenergie fehlt. Und dazwischen geht's auch nicht, oder was? Hier so. Oder doch? Doch, hier wird's gehen. Füll auf den Dreck. So. Was? Komm, lass mich rüberhüpfen. Das haut nicht hin. Ich sag's euch, da wirst du... Na, das funktioniert nicht. Ich muss es sauber spielen. Das funktioniert so nicht. Zu wenig Schatten, viel zu wenig Schatten. Also... Ich muss es ordentlich spielen. Ach Gott. Oh je. Am liebsten würde ich eine Bombe draufhauen, echt. Ich will es aber nicht sauber spielen, ich will es schon fertig haben, ehrlich gesagt. Kann ich es von hier oben aus? Oh, schau mal, da ist auch noch was. Ho, oh, da war ich noch gar nicht. Oh, jo, jo, jo. Vielleicht geht's ja doch. Irgendwie. So, na komm, du blöde Treppe. So. Wow, jetzt war nicht im Ernst. Das hat wer gehört? Hau ab. Hau einfach nur ab.
Danke. Gut. Dann denselben Weg zurück irgendwie, ne? Irgendwie. Halt, da steht noch jemand, ne? Der ist weg. Bogenschütz. Hau ab. Bitte. Du Dreckiger. Jetzt kommt der wieder, ne? Und da rausschleichen ist keine gute Idee, ne? Da ist alles hell. Na, ist wirklich keine gute Idee. Kann ich irgendwie hier rufen? Na. Ich bin wahnsinnig. Bogenschütze, hau ab. Beziehungsweise muss ich noch Kuros rufen. Nicht, dass jetzt noch irgendwo so ein deppertes Licht ist. Na, ist nur noch da drüben. Ich muss jetzt mal raus hier. So, das hätten wir schon mal. Ja, natürlich sehen die mich. Ist klar, und ich komme da nicht hoch, weil ich keine Energie mehr habe. Logisch, ist logisch. Scheiß doch drauf, echt. Scheiß drauf, ich krieg die Krise. Ich glaube, ich werde jetzt das so lange üben, bis ich es geschafft habe, die beiden Lichter auszuschalten. Und dann werde ich den Part wieder dort beenden, wo wir das eben haben tun. Das dauert jetzt wahrscheinlich 12, 20, 30, 35.000 Jahre. Und dann geht's frisch, fröhlich weiter, glaube ich. Ich bin mir recht sicher, dass ich das so machen werde. Weil ich einfach zu schlecht in diesem Spiel bin und es nicht anders kann. Ja! Wo ist denn jetzt der Scheißdreck? Will darüber. Elendige Kacke da, echt. Gibt's ja nicht sowas. Kann jetzt immer so kacke schwer sein. Ja. Und jetzt sieht er mich natürlich, ne? Ja, ach, leg mich doch. Echt. Am Kreuz und am Buckel und überall. Und am Arsch auch von mir aus. Gibt's ja nicht sowas. Echt. Ich habe keine Geduld mehr, da ewiglich lang auf diese Idioten zu warten, bis ich sie umbringen kann. Echt. So. Bitte, darf ich die jetzt da benebeln? Den auch. Die Fähigkeit ist jetzt auch weg. Passt. So. Was soll ich machen? Ich muss sie halt ermorden. Es hilft ja nichts anderes. Da, weg damit. Bist du schon da? Nein. Da. So. Oh, hopp. Wenn ihr wenigstens hüpfen könnt, weißt du? Wenigstens hüpfen. So. Jetzt haben wir das schon mal. Dann, wie gesagt, das drübere Licht. Ich werde mir jetzt gar nicht mehr das Ziel setzen, alle umzubringen. Das ist einfach... Bäh. Also da hänge ich noch 20 Parts hier locker rum, wenn ich so weitermache. Also werde ich einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und dann... Ja. Gut ist. So. Und tschüss. Den noch umgehauen, weil er nervt. Optimalen wären noch die zwei Hampelmänner, die da herumlaufen. Aber wird vielleicht auch so gehen. Schauen wir mal.
Der eine im Haus wäre auch nicht schlecht, dann habe ich eh schon bald alle umgebracht. Mua. Super. Wo muss ich denn eigentlich hin? Darüber, ne? Komm, hau ab. Oder du bist der? Na. Pff. Du bist der, den ich ermorden darf, wollte ich sagen. Nein, darf ich nicht. Jetzt geht der nämlich darüber, ne? Der Gratler. Ah, der haut ab. Oder was? Na, das verschneit sie jetzt wieder ganz schier. Folgt ihm. Okay. Vielleicht klappt es dann doch. So. Dreh dich um. Ich weiß nicht, ob ich es hinkrieg. Keine Ahnung, ob ich das hinbekommen habe. Irgendwie hat mich jetzt, glaube ich, irgendwie hat das jetzt keiner bemerkt, glaube ich. So, wusch und weg. So. Also schnell raus hier. So. Und jetzt. Mein Finger mal kurz entspannen. Erreiche den nächsten Abschnitt. Und der ist wo? Das haben wir hier doch alle Dinger ausgeschalten, oder? Den nächsten Abschnitt. Ja, und wie? Und wo? Und was? Es ist schon wesentlich einfacher, wenn man... Ich sehe hier nur den Schrein überall. Aber nicht, wo es weitergeht. Der Part ist auch schon wieder zu Ende. Hier wahrscheinlich, ne? Ist hier jemand drin? Nö, ne? Da kann ich mich gerade kurz mal verstecken. Falls die Wache hierher kommen sollte. Oder sie kommt auch nicht her. So. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja? Na, Gott sei Dank. Rang A haben wir sogar erreicht. Echt? Alle Sammelobjekte gefunden. Wachen aufmerksam gemacht. 26 Mal. Getötete Feinde 24 von 38. Nie entdeckt. Leck Arsch, mein Lieber. Schön. Ja, ist mir wurscht. Rang A. Ist gut. Dann tun wir weiter. Ah. Yay. Phew. So geht's auch, ne? Ich scheiß drauf. Ich werde nicht alle ermorden. Das ist wichtiger als alles andere. Gespeichert ist worden. Ich verstecke mich mal in den Schatten und wir werden den Part jetzt auf der schnelle Stelle beenden. Ihr Lieben, herzlich willkommen im Kapitel 8 und vielen lieben Dank fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Ich werde mich jetzt mehr bemühen, hier besser durchzukommen. Anscheinend, ich wusste ja nicht. Wie gesagt, ich habe nicht gewusst, dass man auch so quasi einen recht guten Rang erreicht. Einfach alles einsammeln, durchkommen und die Geschichte hat sich sozusagen. Fein. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!